Hallo zur neuen Ausgabe der UV-Video-Wochenschau. Bereits zum dritten Mal überreichten Vorstand und Geschäftsführung vom Kreisland-Volkverband Vechta Landrat Herbert Winkel eine selbstgemachte Erntekrone. Mehr Infos zur Bilanz der diesjährigen Ernte könnt ihr Freitag in der UV-Printausgabe sowie im E-Paper nachlesen. Neue UV-Serie porträtiert Politikerinnen aus der Region. Bis Anfang Dezember werden überparteilich 10 Frauen aus dem Oldenburger Münsterland vorgestellt, die sich in der Kommunalpolitik engagieren. Den Anfang macht Elisabeth Wibbeler. Die stellvertretende Bürgermeisterin von Goldenstedt kam über die Arbeit im Elternrat zur Politik. Kino unter freiem Himmel. Regio TV und das Kapitolkino aus Lohne präsentieren das 8. Filmfestival Oldenburger Münsterland auf der Freilichtbühne in Lohne. Einlass ist von Donnerstag bis Sonntag jeweils um 18.30 Uhr. An diesem Wochenende kommt zum Pferdefestival der Street Food Circus nach Vechta. Die knapp 30 Food Trucks haben Samstag und Sonntag ab 12 Uhr geöffnet. Da verhungert meiner Erfahrung nach keiner. Am Sonntag ist außerdem in der Innenstadt verkaufsoffen. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende und sage bis bald.